Hallo zusammen, es ist die heilige Woche und ich denke über Jesus nach. Wie es wäre, wenn er in dieser Woche in unsere Welt, in unsere Kirche käme. Natürlich würden wir ihn mit einem festlichen Halleluja empfangen, mit vielen Verneigungen und Kniebeugen. Und natürlich hätte er die Möglichkeit, in Pressekonferenzen, in Predigten und Hirtenbriefen seine Positionen genau darzulegen. Aber natürlich würden wir dann auch relativ schnell erkennen, was er für einer ist. Mit seiner bedingungslosen Liebe, mit seiner Hingabe für die Menschen am Rand, für die Schutzlosen und Schwachen, mit seiner Barmherzigkeit und Vergebung bis zur Selbstaufgabe und seinem heilvollen Konzept von Versöhnung und Frieden, mit seiner klaren Ablehnung lebensfeindlicher Strukturen und Gebote, mit seiner zugewandten Weltoffenheit und liebevollen Fürsorge. Wir würden merken, dass er sich nicht die Bohne für die Sexualmoral, sondern nur für das Seelenheil der Menschen interessiert, für ihre Nöte, für ihre Sorgen und Ängste, von denen er sie unbedingt befreien will. Und er würde uns eindrücklich schildern, wie sehr ihm das Herz bricht, dass so viele Menschen guten Willens seine Kirche verlassen, weil sie hier einfach keine Heimat mehr finden. Und dass Verantwortung für das Heil der Menschen auch bedeutet, dass es uns an Kopf und Kragen gehen kann. Er selber habe doch das beste Beispiel gegeben und ob wir denn nicht erkennen würden, dass genau daraus Erlösung und neues Leben entstanden sind. Einen kurzen Moment würden wir nachdenklich und betroffen nicken. Aber dann würden wir ihn nach seiner Vollmacht fragen und was er sich erlaube, hier einfach so reinzuplatzen. Und wir müssten ihm am Ende leider mitteilen, dass vieles von dem, was er sagt, nicht zum Glauben und der Lehre der Kirche passen würde. Und wir weder Macht noch Autorität hätten, Glaube und Lehre, Hierarchie und Struktur der Kirche zu ändern. Schließlich hätte er das doch alles genau so gewollt. Und Jesus würde verwundert antworten, wer? Ich? Liebe Freundinnen und Freunde, es ist die heilige Woche und ich muss noch viel über Jesus nachdenken. Vielleicht macht ihr ja mit, gerne mit Kommentaren hier unter diesem Impuls. Egal, wer ihr seid und wen ihr liebt, ich wünsche euch für diese Woche Gottes Segen. Bleibt behütet.